So, hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute mal ein bisschen Karosserie arbeiten. Und zwar hat der 5er Zahnausfall. Ja, mir ist eine Niere rausgefallen, vorne aus der Motorhaube, weil die irgendwie schon vorher auch schon ein bisschen gewackelt hat. Und jetzt ist sie halt komplett raus. Und deswegen habe ich gedacht, okay, neue Nieren. Und habe mir dann halt welche besorgt. Und zwar habe ich mich entschieden für schwarz-matte Nieren. Die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Carparts Online GmbH. Die verkaufen diese Nieren und viele andere Nieren in ihrem Shop. Im Prinzip sehen die Dinger so aus, schwarz-matt. Die haben sie mir, wie gesagt, freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Den Link für die Nieren findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal zum Auto. Ich zeige euch mal, wo das Problem ist. Und ja, eine muss auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Und dann bauen wir die beiden neuen ein und schauen mal, wie die Optik danach ist. Das Auto ist ja silber und schwarz passt eigentlich immer. Deswegen gucken wir einfach mal, wie die Optik danach ist. Aber ich denke mal, das wird mir schon irgendwie gefallen. So, schaut euch das mal an. Ist natürlich richtig geil. Außerdem ist das BMW-Logo hier auch schon ein bisschen ja, ins Alter gekommen. Muss jetzt auch irgendwie mal so langsam ausgetauscht werden. Wie gesagt, die eine Niere ist halt komplett lose gewesen. Bevor die ganz rausfällt, habe ich sie natürlich dann rausgenommen. Im Prinzip müssen wir jetzt halt noch die zweite. Die ist aber nämlich auch schon am Wackeln. Richtig geil hier. Irgendwie ist das alles nicht so ganz fest. Die müssen wir natürlich auch rausnehmen. Die müsste theoretisch schon fast nachgeben. Aber von innen sind da so ein paar Klipse, die zeige ich euch. Und dann werden wir einfach mal hier so, zack. Ich versuche mal, ob man das irgendwie sieht vernünftig. Und zwar haben wir hier überall so Klipsis. Und von hier unten so ein paar Klipsis. Die müssen wir einfach nur reindrücken. Und das sieht man schon, das ist total selbsterklärend. Ja, und dann haben wir die schon raus und dann können wir die neuen direkt reinsetzen. So, bevor wir jetzt den einen rausnehmen, würde ich sagen, setzen wir erstmal die neue ein. Und dann haben wir direkt im Prinzip einen Überblick über die Optik, wie das dann aussieht. Ist nämlich ziemlich einfach. Und zwar haben wir hier die Niere. Die kommt hier einfach nur rein. So. Ihr setzt die im Prinzip hier nur an. Und dann muss man jetzt noch von unten reindrücken. Ich mache die Motorhaube jetzt einmal wieder auf, dass wir die von unten hier die Nasen hochdrücken können, damit die auch reinschiebt. Man sieht jetzt schon von der Optik her, die hat hier nicht diesen dicken, fetten Chromrahmen drumherum, sondern die schließt halt schön bündig mit der Motorhaube hier ab. Ich würde sagen, bauen wir die jetzt nochmal ganz ein, bauen die andere dann aus und ja, gucken mal, wie es dann aussieht. So, ich habe jetzt die zweite Niere mal rausgeholt und hier sieht man jetzt ganz gut, hier ist es schon abgebrochen, ein Clip, und hier ist der andere Clip von oben. Die muss man halt am besten von innen ein Stück runter drücken und dann kann man das auch gut rausziehen. Das gleiche an der Seite, unten ist auch hier schon abgebrochen, wie man sieht, und hier ist auch schon abgebrochen, deswegen war das gar nicht so schwierig. Und an der Seite ist auch schon abgebrochen, also das Ding hat eigentlich nur noch an der oberen Befestigung hier gehalten. Ich drücke jetzt mal eben noch den zweiten rein. So, nehmen wir den zweiten. Hier ist natürlich der Entriegelungsmechanismus von der Motorhaube. Den drücken wir jetzt einfach hier so ran. Versuchen das alles hier so reinzuführen. So, so, so. Und einfach nur drücken. Zack. Und es ist drin. Das ist wichtig, ne? Oftmals ist es dann so, dass dieser Entriegelungsmechanismus auch nicht richtig sitzt. Hier tut das. Hat sogar Spiel. Jetzt machen wir einmal hier zu. Ah, oh, oh, oh. Ah, Schraubendreher. Das ist natürlich böse gewesen. So. Ah. So, und was sagt ihr?
Also mir gefällt die Optik, muss ich sagen. Das ist halt alles ein bisschen dezenter auch aufgrund des fehlenden fetten Chromrahmens hier drumherum. Da sieht das alles ein bisschen schnittiger aus, muss ich sagen. Und so die Optik von der Seite, also top. Passgenauigkeit 1A, muss ich sagen. Also da wackelt jetzt auch nichts mehr, klappert nichts. So, um zu jetzt gucken, ob das jetzt auch wieder entriegelt, werden wir jetzt einmal die Motorhaube wieder öffnen. So, gucken. Ah, guck mal, da ist der, ups, ausgerutscht. Da ist der Pin. Ziehen wir einfach nur hoch und passt, würde ich sagen. So, hier haben wir jetzt die alten Dinger. Carparts Online, wie gesagt, habe ich ja gesagt, Teile Nummer 186. Falls euch dafür interessiert, das sind die schwarz-matten. Ja, und ich würde sagen, das war's in diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch wäre nice. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.